Freunde, wir stecken noch in der Klemme, aber zum Glück gibt es Brettspiele. Für immer. Ja, oder so. Ich freue mich ein bisschen, aber ich weine ein bisschen. Aber wir drehen noch ein paar Videos für euch und das erste ist gleich die Neozoopia, nämlich. Genau, ja. was haben wir da? Das ist eine Spiele-Neuheit. Ja. Und was machen wir da? Wir wollen eigentlich eine Stadt aufbauen mit Hilfe von Fabriken. Ja. Wir haben drei Religionen, das sind drei Stadtteile und da wollen wir eigentlich was hinbauen. Ja. Ja. Ein abstraktes Spielchen. Genau, abstrakt. Das Ganze ist ganz interessant irgendwie, weil man mit den Blättchen versucht, bestimmte Muster zu vervollständigen und dafür kriegt man dann Karten und ja. Ich würde einfach mal sagen, schauen wir da rein. Schauen wir einfach rein. Dann. Bis gleich. Bis gleich. So sieht Neotopia aufgebaut aus. Ich komme auf die Materialien gar nicht zu, sondern während des Spiels werde ich sie erklären, was sie bedeuten, weil so schwierig ist das Spiel auch nicht. Was macht man, wenn man an der Reihe ist? Wenn man an der Reihe ist, ja, hat man drei Aktionen und zwei Möglichkeiten. Also man kann entweder eine Karte von der Auslage ziehen, ja, auf die Hand, einfach so, oder von dem Nachziehstapel. Man hat kein Handkartenlimit, also kann man so viele machen, so viel man will. Also ich kann von da eine Karte nehmen und sie auf die Hand nehmen. Das wird nicht nachgefüllt, erst am Ende meines Zuges, die wird die Auslage nachgefüllt. Was bedeuten die Karten? Das sind die Punkte, die ich bekommen würde und das ist das, was ich bilden möchte. Wie ich das mache, dazu komme ich noch. Und ich kann mich auch entscheiden, ich habe ja drei Aktionen, also die ich machen kann. Ich kann auch mich entscheiden, eine Karte von da, eine von da, von Nachziehstapel und eine wieder von der Auslage. Dann wären meine drei Aktionen aufgebraucht. Wie kann ich das nachzeichnen, wie ich das gemacht habe? Da haben wir sowas, das ist der Player, ja, der Spieler grün. Wenn er eine Karte nimmt, so. Das ist meine erste Aktion, dann mache ich meine zweite Aktion, dann zeige ich es damit an und dann mache ich meine dritte Aktion, zeige ich es wieder so an. Und wenn ich dann fertig bin, kommt es wieder in die Mitte. Also so kann man nachvollziehen, wie viele Aktionen man schon gemacht hat, damit man das nicht vergisst. Weil es passieren viele Sachen dazwischen. Es kann sein, dass man das vergessen hat, welche Aktion ich gerade gemacht habe, wie viele Aktionen. Und somit kann ich es anzeigen. Was kann ich noch machen? Ich kann mich auch noch entscheiden, um ein Jeton zu nehmen und irgendwo hinlegen. Ja? Wenn ich was herlegen möchte, und also in diese Region darf ich nur von dem und den wählen. Ja? Ich darf nicht das nehmen und dorthin legen. Das geht nicht. Das muss immer benachbart sein. Ja? Was ich dann machen auch noch muss, es muss angrenzend schon zum gelegten Plättchen sein. Ja. Am Anfang des Spieles legen die Spieler immer welche schon hin. Und dann kann ich mich entscheiden, zum Beispiel wenn ich grün haben möchte, ja, dann lege ich es so hin. Ja. Oder wenn ich zum Beispiel diese Karte auf der Hand hätte, ja, diese mit zwei blauen und einem grünen, dann könnte ich mich entscheiden, sie so zu legen. Ja. Das wäre zum Beispiel meine erste Aktion, die Karte zu nehmen. Dann zweite hinlegen und dann könnte ich noch was hinlegen, weil das sind die Aktionen. Ja. Und dann würde ich sagen, ich habe was geschafft. Das ist nämlich keine Aktion, das zeigt man einfach hin. Ja. Ich habe was geschafft, das kann man drehen so wie man möchte, also das ist wurscht, also das wäre so. Auch wenn ich es so bauen würde, würde es gelten, also man kann es wirklich drehen wie man möchte. Und dann schaue ich, wie viele Punkte ich in der Region bekommen würde. Ja, dann nehme ich meinen grünen Marker zum Beispiel, wenn ich Spieler grün bin, und gebe mir drei Punkte in dieser Region. Dann lege ich die Karte in die Region. Was ich nicht machen darf, wenn da schon sowas liegen würde, ja, zum Beispiel sowas, wenn da sowas liegen würde, das ist die gleiche Kartenart, ja, sieht man. Also die Symbole sind anders, ja, aber das ist die gleiche Kartenart und das kann auch verschieden sein, ja, diese Punkte. Aber das geht um diese Grafik da in der Mitte. Wenn es die gleiche Art ist, darf ich diese Karte nicht daher spielen. Somit ist das, was ich gelegt habe, für mich ungültig, ja. Wann würde ich auch noch die Punkte nicht bekommen? Wenn ich nichts gelegt habe, ja, was zu diesen Symbol, also sowas zusammengehört,
wenn, kann ich das nicht machen. Ich kann nicht sagen, wenn das schon so liegt, oh, ich habe es übrigens, das geht, das ist ja schon da, dann kann ich das daher. Das geht nicht. Ja. Man muss immer aktiv was gemacht haben, damit man das kriegt. Ja. Zum Beispiel, das wäre woanders und jemand anders hat gelegt und ich bin dann an der Reihe und sage, ja, das ist fertig. Nein, ist es nicht, weil man muss es selber machen. Ja. Immer muss man das machen. Dann, was man auch noch machen kann, wenn man irgendwann dann so dazu kommt, dass man ein Jeton auf diese Stelle da gibt, wo diese Plättchen liegen, dann kriegt man das Plättchen, ja. Das ist mein Plättchen, ja. Und dann gebe ich das zu mir. Das ist am Ende des Spiels Punkte wert oder ich mache das, was auf dem Plättchen steht, ja. Das kann ich einmal pro Zug machen, ja. Das gibt mir was Zusätzliches, entweder einen zusätzlichen Zug oder ich kann so wie da Karten nehmen von der Auslage oder das ist der zusätzliche Zug zum Beispiel. Ich kann eins von den Aktionen machen oder da haben wir diese ist auch ganz lustig, weil normalerweise darf man diese nicht daher legen, ja, sondern man mit diesem, wenn ich den ausgebe, kann man das machen. Ja, dann habe ich ein zusätzliches. Vorsicht, man darf wirklich nur einmal pro Zug das machen. Also ich kann nicht zwei Plättchen ausgeben und das und das und das machen, sondern nur einmal pro Zug. Was passiert, wenn das da leer wäre? Ja? Zum Beispiel jemand hat das gelegt, das ist schon da. In dem Moment, wo das passiert, muss man eigentlich das darunter legen. Ja? Dann wird es wieder voll gemacht. Dieses Plättchen dreht man um, ja, und dann legt man auf das nächste das, was auf der Hinterseite von dem steht. In diesem Fall wären es wieder alle Farben, die auf diesen Plättchen drauf kommen. Ja. Sie sind verschieden, also manchmal kommt es auch so, ja, also zwei blaue, eine lila und ein grünes, würde ich auf das nächste legen. Und somit spielen wir weiter. Und kriegt man Punkte auf verschiedene Regionen, in denen man gerade was gemacht hat. Aber wenn man da dieses Symbol überschreitet, kriegt man das Bonusplättchen von ganz oben. Ja, dann kriegt man das zu sich. Und wenn man da was überschritten hat, dann wieder und auch da. Und das in jeder Region. Wenn da keine mehr sind, dann hat man Pech gehabt, die anderen waren schneller. Dann haben sie die Plättchen. Ja. Und somit spielt man weiter und weiter und weiter und bis man dieses Plättchen aufgedeckt hat. Ja. Wenn das Plättchen ins Spiel kommt, ja, das wird dann umgedreht und dann legt man diese daher. Also das kommt dann so in der Mitte. Ganz einfach. Das wird dann daher gelegt. Ja. Und man spielt diese Runde zu Ende und dann spielt man eine zusätzliche Runde. Und dann zählt man die Punkte. Vorsicht, immer wenn das leer werden würde, legt man da, deswegen auch die Symbole, da legt man immer von einem da in die Mitte und dann füllt man die Fabriken wieder auf. Zu der Wertung. Die Wertung ist nämlich ganz interessant, weil zuerst schaut man, wie viele Mehrheiten habe ich. Zum Beispiel da, in dieser Region, wenn ich zum Beispiel da wäre, habe ich 1, 2, 3 blaue, dann bekomme ich noch zusätzlich 3 Punkte. Und das macht man mit jeder Region. Ja. Zum Beispiel grüne würde da noch zusätzlich 2 Punkte bekommen, weil er da sowas hat. Und der rote 1 Punkt zusätzlich, weil er ein rotes da hat. Natürlich will man große Ketten bilden, damit man mehr Punkte bekommt in jeder Region. Aber zu der Wertung selber, ja, also man bekommt die Punkte für die Ketten, dann haben wir da so ein Ding, so ein Wertungsblock. Die größte, also die Region, wo man am meisten Punkte hat, tragt man da ein. Dann die zweitmeiste, also wenn ich da 20 Punkte hätte und da sagen wir mal 11, und in der letzten Region hätte ich zum Beispiel 8, trage ich da 20
Da trage ich 11 ein und da mache ich 8 mal 3. Also kriege ich da viele Punkte für die kleinste Region, also wo ich am wenigsten Punkte habe. Ja? Und dann kommen die Bonusplättchen dazu, also jedes Bonusplättchen ist 3 Punkte wert. Dann zählt man das zusammen und derjenige, der die meisten Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Und somit gebe ich an uns weiter. Ja, das war eine Übersicht zu Neotopia, eben ein abstraktes Spiel, aber durchaus für ein abstraktes Spiel durchaus ein bisschen Thema ist dabei. Ja, ein bisschen, ja. Aber schauen wir uns mal das Äußere an. Ja, ich mag das Äußere. Das Äußere ist auch so ein bisschen aufgeteilt, färbig. Ich mag diese Jetons, also diese Plastikteile sind haptisch, fühlen sich gut an. Die Farben sind gut, es sind verschiedene Symbole drauf, also kann man unterscheiden, was ist. Ja. Ich mag das. Also es sind auch verschiedene Stadtteile, also es schaut verschieden aus. Ich mag das, wie das aussieht. Ja, also für ein abstraktes Spiel ist durchaus einiges auch fürs Auge da. Und eben, wie du sagst, die Haptik der Steinchen sind man, es macht Spaß, damit zu spielen. Mhm. Im Prinzip hätte man nicht machen müssen. Ja. Und auch so die Grafiken auf den Karten sind okay, ist ganz lieb, ganz gefällig. Damit kann man schon leben. Erinnert mich ein bisschen an Quadropolis etc. Von den Grafiken her, von den Figuren her. Ja. Ich würde mir wünschen, dass die Karten ein bisschen anders sind. Also okay. sie sind alle, wenn sie aus der gleichen Sache kommen, dann sind sie alle gleich. Und ich würde mir wünschen, wenn sie vielleicht zum Beispiel, wenn da nur 3 Punkte wert ist, dass es ein bisschen kleiner ist oder dass es dann wächst oder größer wird. Oder ich hätte mir da ein bisschen mehr gewünscht bei den Karten. Es ist am Ende des Tages ein abstraktes Spiel und diese Natur, diesen Ursprung kann das Spiel auch mit dieser Grafik nicht verstecken oder vom Tisch wischen und deswegen hätte auch ein komplett anderes Thema sein können. Es ist im Endeffekt total egal. Mhm. Deswegen glaube ich auch, dass eben deshalb die Karten so sind, wie sie sind. Ja, ja, ja. Ja, zum Spiel. Zum Spiel selber. Man darf nicht einen Plan vorausplanen. Wenn du vorausplanst, ja, wirst du dich ärgern, wirst du frustriert sein, also dafür ist es nicht da, weil du musst schauen, was die anderen machen und erst dann darfst du reagieren. Nur dann schnell zu reagieren, ja, dann übersiehst du oft etwas oder du siehst, ah, da könnte ich bauen und dann dauert der Zug so lange, bis du wieder drankommst, denkst du, okay, ich kann nicht vorausplanen, ja, ich muss planen erst, wenn ich dran bin und dann passieren sowieso dazwischen Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Ja und nein. Ich meine, wie oft bei solchen Spielen ist es so, dass man, wenn man nicht dran ist, dass man sich eine Strategie überlegt oder dass man sich überlegt, okay, nächsten Zug möchte ich gerne das machen. Mhm. Und wohl wissend, dass bis ich wieder dran bin, dass ja anders sein könnte, überlege ich mir noch einen Plan B und C oder so. Und dann sagt man, okay, wenn mir jemand das zerstört, kann ich nur immer das machen. Und man findet da mehrere Möglichkeiten. Beide sind vielleicht gleich gut auf ihre Art und Weise. Und je nachdem, was dann noch machbar ist, das macht man dann. Mhm. Aber tatsächlich ist es schon so, und das macht ein bisschen den Reiz auch aus, dass man ja um diese 3 Gebiete quasi nicht kämpft, aber die ganzen Steine, die sind ja für alle da, sind für alle zu benutzen und man legt es halt und da kann schon sein, dass man einen schönen Plan hatte, aber das wird halt dann einem durchkreuzt. Mhm. Das kann schon sein. Das muss man mögen oder das muss man akzeptieren zumindest. Ich fand das nicht so schlimm, aber ja klar, wenn man wirklich nur beinhart nach Schema A spielen möchte, kann es sein, dass man ein paar Mal frustriert ist. Ja, ja, also das kann wirklich sehr schnell zum Frustration führen. Was auch ist, man ist wirklich, es dauert, wenn man einen Denker in Gruppe hat, dauert das sehr lange, bis man wieder dran ist. Was ich mag, ist, dass es schnell erklärt ist. Ja. Also es ist wirklich schnell erklärt, weil es einfach ist und simpel und man hat trotzdem diese Denkzeit, also diese Nachdenken ist trotzdem da. Also das mag ich. Was ich aber nicht empfehlen würde, dass man das zu zweit spielt, weil da passiert auf dem Plan sehr wenig. Ja? Da kommt man sich nicht in Quere, jeder kann bauen und basteln, was er möchte. Zu viert würde es mir dann zu lange dauern. Ja? Mhm. Also wenn man das zu viert spielt, bis man wirklich drankommt, ändert sich so sehr alles, ja, dass auch dein Plan B und Plan C zerstört werden könnte und dann bist du dran und denkst, naja, was soll ich machen? Ja. Also am besten würde ich das zu dritt empfehlen. Das ist irgendwie auch, das sagt einem fast schon, oder das suggeriert einem auch schon die Logik. Man hat eben die 3 Gebiete, man hat dann 3 Spieler und somit nur hat man immer 3-3-3 und das scheint perfekt zu sein. Und auch von mir, von meiner Seite aus, vom Gefühl her zu dritt, hat man Interaktion, aber nicht zu viel. Man hat ein bisschen Ruhepause, aber nicht zu viel. Das scheint wohl der Sweet Spot zu sein, laut auch meinen Erfahrungen. Das ist auf jeden Fall das. Interessant finde ich, dass jede
einzelne Sektion, jedes einzelne Gebiet für sich quasi steht, dass hier eben eine eigene Siegpunktleiste ist und dass man das Zusammenspiel der einzelnen Leisten halt nicht außer Acht lassen sollte. Mhm. Sprich, man sollte überall versuchen, möglichst viel rauszuholen. Wenn man eine von den drei Leisten total vernachlässigt, dann wird es schwierig mit dem Sieg, weil man dann eben wenig Punkte bekommt. Und das ist auch gleichzeitig eine Falle für Anfänger, weil auch wenn das Spiel leicht zu erklären ist, muss man das im Hinterkopf behalten. Und ich glaube, Anfänger verlieren das oftmals in ihrem Fokus, sondern die spielen einfach mal dann, oh schau, da habe ich schon sehr viele Punkte. Bringt halt nicht viel, wenn man dann in einem anderen Segment halt super wenig Punkte hat. Ja, also das muss man schon beachten. Und wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann geht das auch, weil dann weiß man, okay, jetzt muss ich mich ein bisschen um die Leiste kümmern, jetzt muss ich mich um dort kümmern. Und im Prinzip, okay, ich habe die Karte, aber die kann ja da und dort vielleicht spielen, dann schaue ich mal, was Sache ist. Ja, das geht schon. Ja, ich mag das auch, weil dann musst du dich wirklich um alles kümmern und alles ausbalancieren wollen. Mhm. Und das ist für uns Kenner dann diese Knick, wo ich mir denke, ja, ich muss ja noch da machen, was auch lustig ist. Man darf nicht die gleiche Karte auf die gleiche Karte spielen. Also wenn ich in der Region schon eine Karte da liegt, die ich schon habe, also spielen möchte, kann ich es nicht machen. Ja. Und dann denke ich mir, oi, da hätte ich aber die Punkte jetzt gebraucht. Soll ich noch ein bisschen warten oder soll ich es woanders spielen? Also diese Nachdenken, wo, was, wann, wie, das mag ich sehr bei diesem Spiel. Ja? Mhm. Weil die niedrigste Region wird ja mal 3 gemacht und dann denkt man, ich muss aber überall gleich haben, damit ich dann viele Punkte bekomme. Ja, es ist auch sehr taktisch, ja, und man will diese Bonusplättchen. Es gibt ja Bonusplättchen in dem Spiel und da will man wirklich schnell hin, weil die sind, erstens sind die Punkte am Ende wert. Und nicht nur das, sie sind auch sehr, sehr, sehr kraftvoll. Ja. Hm. Also man kann dann von irgendwo noch in diesen Jeton hinlegen oder man ist nochmal dran und. Also man denkt schon, ach, soll ich sie benutzen, aber sie ist auch viel Punkte wert. Ist richtig, ja. Also man kann manche Regeln aushebeln, beziehungsweise man kann dann manche Gebiete noch benutzen, die so graulich oder so schattiert unterlegt sind oder blass sind, wie auch immer, die man normalerweise nicht bebauen kann. Da kann man sich schon helfen und im richtigen Moment kann man da schon einiges am Punkte machen. Ich finde auch interessant, es ist eben ein abstraktes Spiel, aber es hat durchaus auch so seinen Verlauf. Also gerade am Anfang, wenn man Karten sammelt und man darf ja immer 2 von diesen Steinchen legen, da kann man am Anfang sehr viel schaffen. Ja. Also es gibt natürlich Runden, wo du in einem Zug dann wirklich 2 Karten spielen kannst. Ja. Das Ganze verliert sich mit der Zeit. Also das merkt man eben ähnlich wie beim Schach. Ja? Wenn man sagt, und dann, okay. Und dann kommt man in die Phase, wo man ein bisschen nachdenkt. Und das ist hier ähnlich. Ja, es ist ähnlich. Der Anfang geht flott, wo man sich sagt, ich gehe da hin. Und dann wird es immer, okay, warte, jetzt brauche ich das. Und man schaut und tut. Ja. Und ich finde diesen Verlauf durchaus interessant. Ja? Das hat irgendwie Hand und Fuß, Man fühlt sich auch sehr, sehr gut, wenn man eine Runde hat, wo man ich lege das eins und dann habe ich das und dann kann ich das und dann mache ich das und dann mache ich das. Also wenn man so eine Runde hat, es kommt nicht oft vor, aber wenn man die hat, dann denkt man sich, Das ist halt bei abstrakten Spielen, idealerweise haben abstrakte Spiele so gut wie kein Glück involviert, zum Beispiel Schach, ne, wenn man es zum Beispiel sagen möchte. Das ist bei einem abstrakten Spiel eigentlich schon sehr, sehr wichtig, ja, oder Jinch. Mhm. Hier hat man halt durchaus Glück drinnen, das muss man wissen, das muss man auch wirklich sich dann überlegen, ob man das möchte, ob man in seinem abstrakten Spiel wirklich Glück haben möchte. Das ist einfach der Natur geschuldet, dass man eben gemeinsam dass man neutrale Plättchen bespielt und das sollte man wissen. Ja, weil die kommen ja von den Plättchen rein und dann muss man schauen, was da ist. Wenn ich genau das, was ich gerade brauche, nicht da ist, muss ich entweder dieses Bonusplättchen ausgeben oder. Ja. Also das ist schon, da ist Glück involviert. Was ich aber auch gut finde, sie haben ja dann geschrieben, wenn das für 2 ist, musst du diese Plättchen weglegen, weil sonst wäre eine Farbe bevorzugt, ja. Oder wenn du zu dritt spielst, musst du die und die weggeben. Eben, das haben sie balanciert, damit immer ständig von jedem gleich ist. Ja, auch wenn man das nicht zu viert spielt. Das finde ich gut. Ja, zum Schluss vielleicht noch, zum Ende vielleicht noch, zu den Siegpunktwertungen, die Maria hat schon gesagt. Du hast eben diese Gewichtung, dass dort, wo du die meisten Punkte kriegst von der Region, ist es einfach, dann zweifach und dreifach. Das ist interessant, weil man da natürlich schauen muss, dass man allgemein recht viele Punkte macht. Und auch die Karten sind halt dann, die Karten sind ja nichts mehr wert. Die Karten haben ja schon Punkte bekommen. Aber eben die Bonusplätze sind dann noch da.
Und dann schaut man die größten Gruppen. Und das kann man auch bald mal vergessen. Ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe keine Partie gespielt, wo das für mich ein Hauptfokus war. Ja. Oder wo ich mir gedacht habe, ja, da habe ich viele Punkte, ich schaue, dass ich das noch erweitere. Ich habe das irgendwie dann am Ende einfach mitgenommen und gehofft, dass das sich irgendwie ergeben hat. Aber so wirklich aktiv habe ich dann nicht geschaut. Dass ich sage, ja, na, du bist ja auch klug. Aber ich habe das irgendwie, das war mir dann nicht zu viel, aber irgendwie, weiß ich nicht, das hat sich halt nie ergeben. Dann. Mhm. Ja. Weil du zählst ja die Punkte zuerst dazu, zu der Region, und dann da schaust du, welche von den Regionen, wo du am meisten Punkte hast. Und wenn ich sehe, ich habe da einen Sechser, also geschafft, und dann weiß ich, das wird dazu gezählt, dann brauche ich mich um diese Region nicht mehr kümmern, weil ich weiß, da kommen ja noch 6 Punkte dazu. Ja, ist richtig. Ja. Für mich war es einfach, ah, schau, da kriege ich noch 4 Punkte dazu, super. Ne? Das war dann für mich immer eine Überraschung. Ja. Naja, gut. Ja, ist halt so. Jedes Mal hat er das gemacht. Es gibt doch einiges zu bedenken. Ja. Ganz so easy cheesy ist es nicht, aber es ist immerhin leicht zu spielen, leicht zu lernen. Mhm. Also, wenn man abstrakte Spiele mag, mit ein bisschen Glück drinnen, ist das für einen sehr gut. Ich mag so abstrakte Spiele nicht so ganz, aber ich muss sagen, dieses Spiel hat mich gecatcht und ich würde es jederzeit spielen gerne. Ja, ich fand es gut. Mhm. Ich fand es jetzt nicht super duper gut. Ich mag im Gegensatz zu Maria sehr gerne sogar abstrakte Spiele. Ich brauche da aber wirklich komplette Kontrolle und mir ist dann ein abstraktes Spiel mit ein bisschen Glück ist mir einfach, das ist mir ein bisschen unangenehm, ja, weil da habe ich nicht die volle Kontrolle, was ich bei einem abstrakten Spiel ja möchte, das heißt also dieser Wettstreit und da geht es wirklich nur um jemanden auszukontern, in eine Falle laufen zu lassen und so weiter, das macht mir wirklich Spaß, hat man hier nicht, aber prinzipiell die Aufmachung, auch wenn sie natürlich sehr oberflächlich ist, die gefällt und auch das Spielprinzip ist spaßig, man kann es zu dritt spielen und idealerweise, denke ich mal, sollte man es zu dritt spielen. Das ist für ein abstraktes Spiel ja auch nicht üblich. Die meisten abstrakten Spiele sind zu zweit. Ja. Das ist zu dritt, das ist schon mal toll. Und dass es dann da zu Glück kommt, ist halt so. Ja. Mein Gott. Auch von mir unterm Strich, wenn man weiß, was man bekommt, durchaus eine Empfehlung. Dann, glaube ich, kriegt man ein nettes Spielchen, was man auch in einer Familienumgebung spielen kann. Ja, auf jeden Fall. Aber auch ein Kenner, ständig spielen möchte ich das nicht, aber so hin und wieder dazwischen, ja, gerne, her damit. Ja, da habt ihr es gehört. Mhm. Neotopia, unsere Meinung. Wie ist eure Meinung? Wenn ihr das Spiel kennt, dann schreibt uns vielleicht in den Kommentaren, wie es bei euch ankam. Wo sind für euch die Stärken und die Schwächen? Ihr kennt das. Beziehungsweise, wenn ihr das noch nicht kanntet, was haltet ihr jetzt davon? Mhm. Ne? Von unseren Erzählungen. Ist das vielleicht jetzt interessant für euch geworden oder denkt ihr, nein, eher nicht so meins, weil würden wir gerne lesen. Ja. Und wenn ihr mögt, seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Tschüssi, Gatto!